Seite. Heute dachte ich mir, wollen wir uns direkt mal 2017 blamieren. Und zwar dachte ich, als ich das letzte Mal, davon habe ich ja auch mal einen Vlog gemacht, als ich mit Pia unsere peinlichen Fotos von damals angeguckt habe. Und da habe ich massig Bilder von mir damals gefunden. Und dann dachte ich mir so, warum machst du da nicht ein extra Video drüber? Diese Bilder sind so on fleek, die sind sehr schön. Ich habe die alle auf einem alten USB-Stick noch gefunden, habe mir die jetzt auf meinen Laptop gezogen, der gerade hier neben mir steht. Und deswegen würde ich sagen, wollen wir nicht lange drum rumreden. Sondern wollen wir einfach mal anfangen. Von wann die Bilder jetzt genau sind, habe ich leider keine Ahnung. Ich habe die einfach rausgesucht und werde jetzt mal so grob schätzen, von wann die sind. Ich werde sie euch auf jeden Fall hier einblenden. Und dann fangen wir mal mit dem ersten Bild an. Der Blick sagt schon alles, ne? Also sehr schön. Keine Ahnung, ich fand das Bild damals so schön. Kennt ihr noch WKW? Also wer kennt wen? Das hatte ich damals tourmäßig da als Profilbild, weil ich damals einen Typen aus meiner Klasse hatte, den ich so voll gefeiert habe. Den war ich voll verliebt. Und ich wollte unbedingt ein neues Profilbild haben. Eins, worauf ich mich so voll schön finde. Und ja, dann war das dann das. Das war auf jeden Fall meine alte Katze. Niki hieß die oder heißt die immer noch. Aber wir haben die leider nicht mehr. Da war ich 11 oder 12. Ja, das müsste hinkommen. Das ist übrigens auch meine Naturhaarfarbe. Damit ihr das mal so seht. Dann geht es weiter mit diesem schönen Exemplar. Davon haben wir dann auch noch das hier. Da war ich, lass mich nicht lügen, auch 11 oder 12. Ich glaube, das wurde sogar ein paar Tage davor oder danach gemacht. Weil das wurde nämlich alles in meiner neuen Kamera gemacht, da ich damals einen Fotoapparat zu Weihnachten bekommen habe. Da war ich so stolz drauf. Ja, auf jeden Fall mit meiner Mutter, die man unschwer erkennen kann. Und das ist auch wieder ein Bild mit Niki. Da finde ich, sehe ich eigentlich noch ganz akzeptabel aus, wenn man es mal so sieht. Das wurde am gleichen Tag gemacht wie die Bilder jetzt davor. Es geht noch. Aber man muss jetzt nicht beachten, dass es im Bett und so gemacht wurde, so kurz bevor ich schlafen gegangen bin. Dann kommen wir mal zu sowas. Ich finde, ich persönlich finde, da sehe ich richtig eingebildet drauf aus und hässlich. Also ich finde, es sieht wirklich schrecklich aus, dieses Bild. Den Schal habe ich heute noch. Den finde ich auch echt schön. Da war ich 15? Nein, 14. 14. Ich glaube, da war ich 14. Aber überhaupt, der Blick so... Mir kann keiner was. Gott, ey. Das war mein erstes Bild mit meiner neuen Haarfarbe. Ich bin zum Friseur gegangen und habe entschieden, so, jetzt gehst du zum Friseur und machst dir so voll die geile Frisur. Und habe mich dann von blond, also von diesem Straßenköter tollen Blond, für schwarz entschieden. Warum, weiß ich bis heute nicht. Aber schwarz ist irgendwie mein, weiß ich nicht. Also irgendwie sagt jeder, dass mir schwarz am besten steht, beziehungsweise sehr dunkles Braun. Da hatte ich dann auch, wie man vorne vielleicht noch sieht, so einen lilanen Pony. Hauptsache das ganze Zimmer hinten so mit Tokyo-Hotel-Postern voll. Aber das ist schön. Keine Ahnung, dann hatte ich mir auf jeden Fall halt einen bunten Pony gemacht. Und dieses Handy. Dieses Handy war, glaube ich, Pflicht damals bei jedem. Das ist so hässlich gewesen. Wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, wie stolz ich damals auf dieses Handy war, dass ich das bekommen habe. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wie stolz ich bin, dass ich dieses Handy wieder los bin. Ja, also, das Bild ist sehr schön. Das war so meine kleine Emo-Phase, wollte ich mal sagen. Allein schon dieses Make-up, das sagt schon alles, ne? Einfach nur schwarz, ohne irgendwas. Einfach nur schwarz. Die Haare. Was ist mit den Haaren passiert? Scheiße. Oh mein Gott. Ich war damals so stolz auf diese Bilder und jetzt? Peinlich. Sowas ist echt peinlich. Immer dieser Fisch und so. Ich glaube, da war ich auch 14. Älter auf keinen Fall. 13, 14, irgendwas dazwischen. Dann kommen wir zu diesem Bild. Das finde ich eigentlich total schön. Da war ich 15 oder 16, war ich da, glaube ich. Da war so diese Phase wieder so, ich werde so ein bisschen emo, so. Wie man unschwer erkennen kann, ist meine rechte Augenbraue halb ab. Warum? Weil ich damals mit dem Rasierer experimentieren musste und dachte, schneide ich mir einfach mal die halbe Augenbraue ab. Und, wo ich voll stolz drauf war, waren diese blau-türkisen Extensions, die ich da drin hatte. Die habe ich, weiß ich gar nicht, glaube ich, habe ich aus meinem Euro-Laden oder so gekauft. Da war ich voll stolz drauf. Und da dachte ich so, boah, das wäre jetzt voll cool, wenn ich jetzt ein Bild mit einem Kaugummi machen könnte. Dann kam das bei raus. Ja, okay. Über dieses Bild will ich nicht reden, weil das ist ein bisschen creepy, vor allem, wenn man mal drüber nachdenkt. Wer hatte damals bitte kein Yuppie? Yuppie hatte, glaube ich, fast jeder. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ich weiß vor allem nicht, warum ich mich getraut habe, so ein Bild da zu posten. Die Haare erstmal. Oh mein Gott, was ist das? Keine Ahnung, gerupftes Huhn. Vor allem mein Blick so.
gar nicht gelangweilt. Ich sehe aus, als wäre ich... Okay, da bin ich auch erst aufgestanden gerade. Aber nee. Einfach nee, dass ich sowas im Internet teile. Peinlich. Und dann kommen wir schon zum letzten Bild. Da weiß ich nicht, was ich mir genauso dabei gedacht habe. Hauptsache, ich sitze auf einem Stuhl. Warum auch immer. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ganz ehrlich. Hauptsache, ich habe voll die geile goldene Peace-Kette an. Man müsste wirklich mal diese Bilder nachstellen. Das wäre wirklich mal, ey. Junge. Ey, ich würde voll scheitern. Habt ihr mal Bock darauf, dass ich mal so Bilder von damals so nachstelle? Ich glaube, das wäre voll cool. Wenn ja, lasst mir mal gerne einen Daumen nach oben da. Ich glaube, das würde sehr lustig werden. Ich muss ja da nicht nur diese Teenie-Bilder nehmen, sondern kann ja auch mal gucken, ob ich noch so ein paar Bilder finde von so, wo ich so 0 bis 10, keine Ahnung, irgendwie sowas. Wenn ihr da auf jeden Fall Interesse daran habt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Dann werde ich das nämlich vielleicht mal machen. Wäre vielleicht eine gute Idee. Und das war's auf jeden Fall mit meinem Video. Wenn ihr ebenfalls lachen musstet, dann lasst es mich gerne wissen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich, wie gesagt, einfach über Feedback in den Kommentaren. Ebenfalls würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!